Ich habe auf einer sehr großen Jugendkonferenz mit über 5000 Menschen gepredigt vor einigen Monaten. Und das war das Erschreckendste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Der Prediger, der vor mir dran war, der kam darauf, um die nächste Stunde lang machte er Späße über Sünde und erzählte Witze zum Totlachen und machte absolut alles, was ein Mann Gottes auf einer Kanzel niemals machen sollte. Und dann machte er einen Altarruf und 3000 Kinder kamen nach vorn, ihre Kaugummis schmatzend, kichernd, miteinander rumspielend, und sie gingen zurück in die Seelsorgenräume und man erklärte das dann als eines der größten Wirken Gottes, das man jemals dort gesehen habe. Es ist ein außerordentliches Vorrecht für mich, hier an diesem Nachmittag bei euch zu sein. Bevor ich anfange, euch etwas zu erzählen, möchte ich, dass wir uns an den Herrn wenden im Gebet. Und ich bitte euch, dass ihr betet. Es passiert hier heute so viel diesen Mittag, was ihr nicht versteht. Aber ich erzähle euch, woher ich komme. Ich predige als ein sterbender Mann zu sterbenden Männern und Frauen und Jugendlichen. Und ich werde predigen, als ob ich nie wieder predigen würde. Und ich werde euch Dinge sagen, die ihr missverstehen werdet. Und ich werde euch Dinge sagen, die euch so wütend auf mich machen werden. Und ich werde euch Dinge sagen, die ihr leugnen werdet. Und ich werde euch Dinge sagen, von denen ihr sagen werdet, ich habe kein Recht, euch das zu erzählen. Aber bevor ihr zu irgendeinem Entschluss, einer Schlussfolgerung kommt, darüber, was hier heute Nachmittag gesagt wird, möchte ich, dass ihr euch eine Frage stellt. Ihr seht, Predigen ist eine sehr gefährliche Sache. Es ist gefährlich für mich, weil die Bibel sagt, dass falsche Lehrer unter größerer Verdammnis sein werden. Wenn das, was ich euch heute erzähle, nicht wahr ist, dann werde ich in großen Nöten sein und ich werde allen Grund dazu haben, das mit Furcht und Zittern zu tun, denn dann stehe ich verdammt vor Gott. Aber wenn das, was ich heute euch erzähle, wahr ist, dann seid ihr diejenigen, die Grund zu Furcht und zum Zittern haben. Denn wenn ich diese Schriftstelle, die ich euch heute vorlege, korrekt interpretiere, dann ist es so, als ob Gott durch einen Menschen sprechen würde. Und ihr werdet es nicht mit mir zu tun haben, sondern mit Gott und seinem Wort. Die einzige Frage, die wirklich beantwortet werden muss, hier an diesem Nachmittag, ist folgende. Ist dieser Mann hier vor uns ein falscher Prophet? Oder erzählt er uns die Wahrheit? Und wenn er uns die Wahrheit erzählt, dann zählt nichts anderes, als unser Leben an dieser Wahrheit auszurichten. Lasst uns zum Herrn beten. Vater, Vater, ich bin so klein und so mitleidserregend in so vielen Dingen. Du weißt, Herr, du weißt, oh Gott, sollte falsches Feuer das einzige sein, was jemals auf deinem Altar brennt? Oder könnte nicht Feuer vom Himmel fallen, inmitten von all dem Krach, dem Lärm und den Aktivitäten? Könnte Feuer vom Himmel fallen? Können diese toten Knochen leben? Du weißt, Herr, in deiner Macht bete ich und flehe vor deinem Thron, dass du uns barmherzig bist, dass du Herzen öffnest und Denken erleuchtest. Herr, wir können nicht darauf warten, dass sie das selbst tun, das werden sie nie. Öffne ihre Herzen und ihren Verstand und bringe sie dazu, biblische Wahrheiten zu suchen. Hauche ihnen Leben ein, schenke ihnen Buße, schenke ihnen Glauben. Bring sie in dein Königreich, Herr, für deine eigene Ehre. Für deinen eigenen großen Namen vollbringe das. Und Herr, wie ein Bruder sagte, lass es so sein,
dass keiner sich dafür etwas anrechnet, dass kein Mann seine eigene Hand an die Lade Gottes legt. Und wenn er es tun möchte, dann schlag ihn tot, Herr. O Gott, wirke du unter uns. Bitte, denn wir haben keine andere Hoffnung. Wir haben keine andere Hoffnung. Diese Kinder haben keine andere Hoffnung, außer dass du wirkst. Amen. Ich werde von Matthäus Kapitel 7 lehren. Wer eine Bibel hat, lese mit Matthäus Kapitel 7, Vers 13. Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die darauf hineingehen. Aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, welche in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dorn oder Feigen von Disteln, so bringt ein jeder guter Baum gute Früchte, der faule Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum sollt ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Taten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen Manne zu vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und ein jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Manne gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und an dieses Haus stießen, da fiel es und sein Fall war groß. Ich stehe hier heute und ich habe keine Sorgen um deinen Selbstwert. Mein Herz wird nicht geplagt davon, ob du dich gut fühlst mit dir selbst oder das Leben sich so entwickelt, wie du es dir gewünscht hast. Oder ob du gerade schwarze Zahlen schreibst. Es gibt nur eine einzige Sache, die mir eine schlaflose Nacht gab. Es gibt nur eine einzige Sache, die mich den ganzen Morgen geplagt hat. Und zwar dies. In 100 Jahren wird eine große Anzahl der Menschen in diesem Gebäude möglicherweise in der Hölle sein. Und viele, die Jesus gar Herr genannt haben, werden eine Ewigkeit in der Hölle zubringen. Du magst sagen, Pastor, wie kannst du so etwas behaupten? Ich kann so etwas sagen, weil ich meinen christlichen Dienst nicht in Amerika leiste. Ich verbringe die meiste Zeit damit in Südamerika, Afrika und Osteuropa. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass wenn ihr euch die amerikanische Christenheit anseht, dass sie mehr auf einer gottlosen Kultur basiert als auf dem Wort Gottes. Und so viele Leute sind verführt und so viele Jugendlichen sind verführt und so viele Erwachsene sind verführt zu glauben, weil sie einmal in ihrem Leben ein bestimmtes Gebet besprochen haben, in den Himmel zu kommen. Und wenn sie sich nun andere anschauen, die sich zu Jesus Christus bekennen und sie sehen, dass die auch so weltlich wie die Welt sind und sie sich selbst mit denen vergleichen, dann machen sie sich keine Sorgen. Sie denken, gut, ich bin so wie die meisten in meiner Jugendgruppe. Ich schaue Dinge im Fernsehen an, die ich nicht sehen sollte, und lache über Dinge, die Gott hasst. Ich trage Kleidung, die aufreizend ist. Ich rede wie die Welt, ich benehme mich wie die Welt. Ich liebe die Musik der Welt und ich liebe so sehr das, was in der Welt ist. Aber gepriesen sei Gott, ich bin ja ein Christ. Warum bin ich ein Christ? Denn ich sehe eigentlich genauso aus wie alle anderen in meiner Gemeinde.
Warum bin ich ein Christ? Weil da eine Zeit in meinem Leben war, wo ich Jesus Christus in meinem Herz einlud. Ich möchte euch wissen lassen, das ist die größte Irrlehre in der amerikanischen evangelikalen und protestantischen Kirche, dass wenn du betest, dass Jesus Christus in dein Herz kommt, er definitiv reinkommen wird. Das wirst du nicht in der Schrift finden, in keiner einzigen Stelle. Du wirst das auch nicht irgendwo in der Geschichte der amerikanischen Baptisten finden, bis irgendwann vor 50 Jahren. Was ihr wissen müsst, ist, dass Erlösung aus Glauben ist, aus Glauben allein an Jesus Christus. Und dem Glauben an Jesus Christus allein geht Buße voran. Und auch hinterher wird Buße da sein. Ein Wegwenden von Sünde, ein Hass auf die Dinge, die Gott hasst und eine Liebe für die Dinge, die Gott liebt. Ein Wachsen in Heiligung und ein Verlangen, nicht wie Britney Spears zu sein, nicht wie die Welt zu sein. Und nicht so zu sein wie die große Mehrheit der amerikanischen Christen, sondern wie Jesus Christus zu sein. Ich weiß nicht, warum ihr klatscht. Ich rede über euch. Ich bin nicht hierher gekommen, um Beifall zu bekommen. Ich bin nicht hergekommen, damit mir applaudiert wird. Ich rede über euch. So oft kommen Leute zu mir und sagen, ich möchte dir nach Rumänien folgen. Ich möchte dir in die Ukraine folgen. Ich möchte dort predigen, wo du predigst. Und in Peru und im Dschungel und in der Gemeinde. Und ich sage ihnen, nein, das würdest du nicht. Und sie sagen, doch, das würde ich. Und ich sage, nein, das würdest du nicht. Warum? Weil du exkommuniziert werden würdest von der Gemeinde dort drüben. Was wir sehen müssen ist, ich bin nicht hart, um hart gegen euch zu sein. Wisst ihr, wie viel Liebe es braucht, vor 5000 Leuten zu stehen und ihnen zu erzählen, dass die amerikanische Christenheit fast total falsch ist? Wisst ihr, was es mich kosten wird, nie wieder für so etwas wie das hier angefragt und eingeladen zu werden? Unbeliebt zu sein? Wisst ihr, warum man das tut? Man tut es nicht, damit man gut bezahlt wird oder weil man von den Menschen geliebt sein will, sondern weil man Menschen liebt und vor allem anderen Gott die Ehre geben will. Ich will euch etwas sagen. Wir werden in die Schrift gehen und ich möchte, dass ihr ganz genau hinseht, wie es wirklich ist. Hört auf, euch mit anderen zu vergleichen, die sich Christen nennen, die sich mit anderen vergleichen, die sich Christen nennen. Vergleicht euch selbst mit der Schrift. Wenn jemand, ein junger Mensch, zu einem Jugendpastor kommt und sagt, ich bin nicht sicher, ob ich gerettet bin, dann wird der Jugendpastor gewöhnlich ein Klischee aus der Tasche zaubern. War da jemals eine Zeit in deinem Leben, als du Jesus Christus in dein Herz eingeladen hast? Ja. Warst du damals aufrichtig? Nun, ich weiß es nicht, aber ich denke schon. Nun, du musst Satan sagen, dass er aufhören soll, dich zu plagen. Hast du es hinten auf deine Bibel geschrieben, wie es der Evangelist dir gesagt hat, als du gerettet wurdest, dass du das mit dem Datum reinschreiben solltest, damit jedes Mal, wenn du darüber Zweifel hast, du in deiner Bibel nachsehen kannst? Welcher Aberglaube hat unsere Denomination überkommen? Wisst ihr, was die Bibel Christen auffordert zu tun? Prüft euch selbst, testet euch selbst im Lichte der Schrift, dass ihr seht, ob ihr im Glauben seid. Testet euch selbst, damit ihr seht, ob ihr Christen seid. Wisst ihr, dass wenn ich heute jetzt rausgehen würde mit euch in die Stadt und an jede Tür klopfen würde, ihr 99% der Leute finden würde, zumindest in dieser Stadt, die glauben, dass sie Gläubige seien? Und wenn man zurückgeht in seine Heimatstadt und an jede Tür klopft, und ich habe das gemacht, nachdem ich gerettet war, da habe ich herausgefunden, dass jeder in meiner Stadt ein Christ ist. 85% davon gehen nicht in die Kirche und die, die in die Kirche gehen, sind nicht besorgt über Heiligkeit, darüber dem Herrn zu dienen, darüber sich von der Welt abzusondern. Sie sorgen sich nicht darum, dass das Evangelium unter den Nationen gepredigt wird, aber gepriesen, sie sind gerettet. Warum sind sie gerettet? Weil irgendein Evangelist, der weniger Zeit zu predigen und mehr Zeit zum Studieren seiner Bibel nutzen hätte sollen, ihnen erzählt hätte, dass sie gerettet seien. Und er hat das getan, damit er sich brüsten kann, wie viele nach vorne kamen bei seiner letzten Erweckung. Ich liebe euch und hier sind Männer. Die lieben euch. Und ich möchte jetzt in die Schrift gehen, jetzt, nachdem ich euch fürs Leben geschockt habe. Ich möchte, dass ihr mir zuhört. Hört auf das Wort Gottes und fangt an, euch selbst einige Fragen zu stellen. Zuerst einmal. Gehet ein durch die schmale Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Es gibt ein schmales Tor. Und historisch gesehen, ich gehöre zu den südlichen Baptisten, weil die Südbaptisten immer schnell dabei waren, auch wenn andere Denominationen versagt haben, das zu erkennen. Denn die südlichen Baptisten waren immer schnell darin zu erkennen, dass es nur eine Pforte und einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und Menschen gibt und sein Name ist Jesus Christus. Und es gibt nur einen, diesen einen Weg. Nicht jede Straße führt nach Rom. Als in
eine Denomination haben wir immer den Menschen erzählt, was Jesus den Menschen gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich preise Gott dafür, dass der einzige Weg, auf den ein Mensch jemals gerettet werden kann, auf dieser Erde durch Jesus Christus ist. Es gibt keine andere Möglichkeit. Denn ihr müsst verstehen, die Bibel sagt, denn alle haben gesündigt unter mangelnde Herrlichkeit Gottes und wir haben keine Idee, was das wirklich bedeutet, dass wir völlig verdorben und gotthassend geboren sind, dass wir nie Gott gesucht hätten, nie zu Gott kommen wollten, gegen Gott rebelliert haben, jedes Gesetz gebrochen haben. Es ist nicht einfach nur der Fall, dass wir gesündigt haben. Der Punkt ist, du hast niemals etwas anderes getan, als zu sündigen. Die Bibel sagt in den Propheten, dass selbst unsere größten Werke wie schmutzige Lumpen vor Gott sind. Und daher wisst ihr, was wir verdienen? Den Zorn Gottes. Der heilige Hass Gottes. Und du sagst, warte mal, Gott hasst niemanden, Gott ist Liebe. Nein, mein Freund, du musst etwas verstehen. Jesus Christus, die Aposteln und die Propheten lehrten das. Abseits der offenbarten Gnade in Jesus Christus ist das Einzige, was für dich übrig bleibt, der Zorn, der brennende Ärger Gottes wegen deiner Rebellion und deiner Sünde. Und wenn ich an die Universitäten spreche, dann wird dem immer entgegengestellt, aber Gott kann nicht hassen, weil Gott Liebe ist, und ich sage, Gott muss hassen, weil er Liebe ist. Denn ich liebe Kinder, deswegen hasse ich Abtreibung. Wenn ich das liebe, was heilig ist, dann muss ich das hassen, was unheilig ist. Gott ist ein heiliger Gott. Das ist etwas, was die Amerikaner vergessen haben. Viele der Dinge, die ihr liebt zu tun, die hasst Gott. Wisst ihr das? Betet für Erweckung. Ihr wollt eine Jugendversammlung haben, ihr wollt, dass Gott wirkt, aber bevor ihr das tut, schaut ihr im Fernsehen Dinge, die Gott absolut verachtet. Und dann wundert ihr euch, warum der Heilige Geist nicht wirkt an diesem Ort und ihr falsches Feuer und falsche Spannung erzeugen müsst. Denn Gott hat damit nichts zu tun, denn Gott ist ein heiliger Gott. Und der einzige Weg, auf dem wir jemals mit Gott versöhnt werden können, ist durch den Tod von Gottes einzigem Sohn, als er an diesem Holz hing. Hört mir zu, wenn du heute bereits gerettet bist, dann bist du nicht gerettet, weil die Römer und Juden Jesus verwarfen. Du bist nicht gerettet, weil sie eine Dornenkrone in seine Stirn drückten. Du bist nicht gerettet, weil sie einen Speer in seine Seite stachen. Du bist auch nicht gerettet, weil sie ihn an ein Kreuz nagelten. Weißt du, warum du gerettet bist, wenn du es bist? Weil Jesus Christus an diesem Kreuz hing, deine Sünden trug. Die Sünden der Menschen und all der brennende Zorn Gottes, der dich treffen sollte, traf seinen einzig geborenen Sohn. Jemand musste diesen Preis bezahlen. Jemand musste sterben. Es war Gott, der Vater, der seinen einzig eingeborenen Sohn zerschlug, nach Jesaja 53. Es gefiel Jahwe, ihn zu zerschlagen. Manche sagen, das Kreuz ist ein Zeichen, wie viel der Mensch wert ist. Das ist nicht wahr. Das Kreuz ist ein Zeichen dafür, wie verdorben wir tatsächlich sind, dass es den Tod von Gottes eigenen Sohn brauchte. Das Einzige, was Menschen wie uns retten kann, ist der Tod von Gottes eigenem Sohn. Unter dem Zorn seines eigenen Vaters zahlte er den Preis. Dann steht er von den Toten auf, mächtig zu retten. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Was bist du gerufen zu tun? Du musst durch die schmale Pforte gehen. Wie? Jesus sagte, das Königreich der Himmel ist nahe. Was musst du tun? In Markus sagt er, tut Buße und glaubt dem Evangelium. Du sagst, Bruder Paul, ich bin gerettet worden, nachdem ich gebetet hatte und Jesus in mein Herz eingeladen habe. Und gewiss, das hast du getan. Aber du bist nicht gerettet worden durch eine Zauberformel oder Worte, die du jemals hinterhergeredet hast, sondern du wurdest gerettet, weil du Buße von deinen Sünden tatest und du geglaubt hast. Und nicht nur hast du das einmal in der Vergangenheit getan, sondern du tust das weiter bis zu diesem Zeitpunkt. Denn eine passende Übersetzung für einen Satz, den Jesus sagte, ist diese: Das Königreich Gottes ist gekommen, die Zeit ist verfüllt. Jetzt verbringt den Rest eures Lebens damit, Buße zu tun von euren Sünden und an mich zu glauben. Bekehrung ist nicht wie eine Grippeimpfung nach dem Motto, ich habe das getan, ich habe Buße getan, ich habe geglaubt. Die Frage ist, mein Freund, hast du fortgesetzt, Buße zu tun über deine Sünde? Hast du fortgesetzt, zu glauben? Denn der, der ein gutes Werk in dir begonnen hat, wird es auch vollenden. Er wird es beenden. Wir als Südbaptisten predigen, dass du durch diese einzige richtige Pforte gehen solltest, die Jesus Christus ist. Aber wir haben etwas vergessen. Und ich will, dass Pastoren, Jugendpastoren, Eltern,
Wer auch immer ihr seid, ich will, dass ihr das wisst. Wir haben eine sehr wichtige Lehre des Evangeliums vergessen. Diese Lehre sagt nicht nur, dass die Pforte schmal ist, sondern sagt, dass der Pfad schmal ist. Was wir im Grunde tun, ist, jemanden zu Christus führen, jemanden in ein Gebet zu führen, und dann verbringt sie ihr ganzes Leben damit, geradewegs wie die Welt zu leben. Und wenn ihr mir da widersprecht, kann ich euch die Statistiken geben, die das Gegenteil beweisen. Wenn der moralische Zustand der Christenheit in Amerika mit dem moralischen Zustand der Ungläubigen verglichen wird, findet man keinen Unterschied. Das sind Statistiken. Die haben zuerst einmal nichts mit religiöser Interpretation zu tun. Das sind Statistiken. Buch nach Buch wird veröffentlicht von Theologen, Philosophen, Soziologen, wo gefragt wird, was ist mit der Kirche geschehen? Man sieht, dass Abtreibung bei den Christen genauso gehandhabt wird wie von der Welt, den anderen. Man sieht, dass Scheidung gleich behandelt wird und Unmoral. Ihr wisst genauso wie ich, dass hier Jugendliche sind, die in Unmoral verstrickt sind und im gleichen Atemzug Gott anbeten. Ihr wisst, dass es Jugendliche gibt, die Drogen nehmen und dann in die Jugendgruppe kommen. Ihr wisst, dass Dinge geschaut werden und getan werden, die nicht für Christen passend sind und annehmbar sind. Und dann kommen sie in die Jugendgruppe, halten sich für gesättigt und gerettet und niemand sagt irgendetwas außer diesem. Sie sind einfach fleischliche Christen. Sie sind wirklich Christen. Sie sind einfach nur fleischlich. Das ist eine Lehre, die von einem Baptistenseminar ausging, aber kein südliches Baptistenseminar. Vor einigen Jahrzehnten. Das ist nicht biblisch und nicht historisch gesehen. Auch nie bis dahin gelehrt worden. Mein lieber Freund, es gibt keinen fleischlichen Christen. Du sagst, warte einmal, Bruder Paul, 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 3. Denn ihr seid noch fleischlich, sagte Paulus. Nein, das ist, was Paulus sagte. Ihr müsst das ganze Buch lesen, um herauszufinden, was er meinte. Schaut, eines unserer Probleme, das meiste, was unsere Christenheit hier ausmacht, sind Klischees, die wir auf der Rückseite christlicher T-Shirts lesen. Das meiste unserer Christenheit kommt von Songschreibern und nicht von der Bibel. Das meiste, was wir für Wahrheit halten, ist uns von unserer Kultur diktiert worden und kommt nicht aus der Bibel. Die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass keine Person ein echter Christ sein kann und in andauernder Fleischlichkeit und in Verdorbenheit und Sünde all die Tage ihres Lebens leben kann. Aber die Bibel lehrt, dass ein echter Christ eine neue Kreatur geworden ist. Der echte Christ hat einen Vater, der ihn liebt und ihn diszipliniert und der über ihn wacht und sich um ihn sorgt. Mein Herz bricht mir, weil ihr wisst, wie ich es auch weiß. Lasst uns nicht heuchlerisch darüber sein und es verstecken. Es gibt so viele, ihr kennt sie. Du bist vielleicht einer von ihnen oder kennst welche in deiner Jugendgruppe. Die kommen in die Jugendgruppe und sind bei allem dabei, aber in ihrem Herzen sind sie so gottlos und sündig, wie es nur sein könnte. Da ist kein Unterschied, da ist kein Licht. Alles, was die Welt tut, tun sie auch. Und es ist annehmbar, man hat kein Problem damit. Mein Freund, das ist keine Christenheit. Sie sind nicht in Gefahr, ihren himmlischen Lohn zu verlieren. Sie sind in der Gefahr, in die Hölle zu kommen. Sie kennen Gott nicht. Was lehren wir? Wann war das letzte Mal, dass du jemanden sagen gehört hast, dass nicht nur eine schmale Pforte in den Himmel gibt, sondern auch einen schmalen Pfad dorthin? Jesus weist darauf hin, dass eines der stärksten Zeichen, ein echter Christ zu sein, das ist, dass du auf dem schmalen Pfad gehst. Wisst ihr, was das Zeichen, ein echter Christ ist, zu sein in Amerika? Du hast einmal ein bestimmtes Gebet gebetet. Ist das nicht seltsam? Was wirst du gefragt, wenn du deine Erlösung anzweifelst? Hast du jemals ein Gebet gebetet? Was lehrt die Schrift? Prüft und testet euch selbst im Licht der Schrift, um zu sehen, ob du im Glauben stehst, denn ein Christ wird anders sein. Sage ich, dass ein Christ ohne Sünde ist? Nein, denn in 1. Johannes wird gesagt, dass Christen sündigen, und wer das verneint, der kennt nicht Gott, den er lebt und bewegt sich nicht im Licht. Nun, was ist der Unterschied? Worauf will ich jetzt hinaus? Worauf will ich eigentlich hinaus? Wenn du ein echter, wiedergeborener Christ bist, ein Kind Gottes, dann wirst du auf dem Pfad der Gerechtigkeit Gottes laufen, als ein Lebensstil. Und wenn du von diesem Pfad abkommst, dann wird der Vater dich schnappen, dich disziplinieren und dich zurück auf den Pfad bringen.
Aber wenn du behauptest, durch das schmale Tor gegangen zu sein, du aber auf dem breiten Weg lebst, wie all die anderen Leute auf deiner Schule, wie all die anderen Leute, die fleischlich und gottlos sind, dann will die Bibel dir sagen, dass du schrecklich, schrecklich Angst haben solltest. Du kennst Gott nicht. Ich fürchte, oh Männer, die die meiste Zeit ihres Lebens anderen sagten, sie seien gerettet. Ich habe Angst um dich, wenn du das getan hast. Man sagt Menschen nicht, dass sie gerettet sind, sondern man sagt, wie man gerettet wird. Gott sagt ihnen, dass sie gerettet sind. Was wir vergessen haben zu glauben ist, dass Erlösung ein übernatürliches Werk Gottes ist. Und diejenigen, die wirklich bekehrt und verwandelt wurden durch die Kraft des Heiligen Geistes, werden eine neue Kreatur sein. Die Bibel sagt, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Wir bemerken hier in der Schrift, da ist eine schmale Pforte und ein schmaler Pfad. Wir gehen in Vers 15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, welche in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind, ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Etwas, was wir begreifen müssen, ist, dass etwas, was mir ein weiser Mann vor langer Zeit sagte. Er sagt, Paul, dein bester Freund ist der, der dir am meisten Wahrheit erzählt. In Amerika sind wir so dünnhäutig geworden, dass niemand uns zurechtweisen kann. Niemand kann uns erzählen, dass wir falsch liegen. Und Leiter wie Mitarbeiter sind dieser Lüge verfallen. Wir möchten keinen Anstoß erregen. Wir wollen besucherfreundlich sein. Was du wirklich verstehen musst, es gibt nur einen Sucher und sein Name ist Gott. Und wenn du freundlich sein magst zu jemandem in deiner Gemeinde, dann musst du freundlich Gott gegenüber sein. Und ihr müsst mehr besorgt sein um die Ehre Gottes als um die Meinung der Menschen. Aber eine andere Sache, die ihr kapieren müsst. Die Person, die dich am meisten liebt, wird dir am meisten Wahrheit erzählen. Was eines der offensichtlichsten Zeichen eines falschen Propheten ist, dass er dir immer das erzählen wird, was du hören willst. Er wird niemals dir in die Parade fahren. Er wird dich zum Klatschen bringen und zum Hüpfen bringen. Er wird dich schwindelig machen und dich bei Laune halten. Und er wird dir ein Christsein präsentieren, welches deine Kirche so aussehen lässt wie ein Jesus-Fun-Event, eine Unterhaltungsschau. Und er unterhält dich so sehr, dass du niemals an solch wichtige Punkte kommst wie diese. Wirkt Gott in meinem Leben? Wachse ich in der Heiligung? Bin ich wirklich wiedergeboren worden? Hört mir zu, wenn jeder in dieser Stadt sich für gerettet hält, und ihr wisst anhand der Schrift, dass das nicht wahr ist, denn es sind wenige, die nur hineinkommen werden, woher weißt du dann, dass gerade du gerettet bist? Woran siehst du wirklich, dass du gerettet bist? Weil es dir jemand gesagt hat? Weil du einmal ein Gebet nachgesprochen hast? Weil du geglaubt hast? Lasst mich eine Frage stellen. Woher weißt du, dass du geglaubt hast? Denn jeder sagt, dass er glaubt. Was macht den Unterschied aus zwischen Geretteten und Verlorenen? Wisst ihr, was die Bibel lehrt, woran man sieht, dass man gerettet ist? Wisst ihr, was euch die Theologie der Baptisten gelehrt hätte bis vor 50 Jahren, wie du wissen kannst, dass du gerettet bist? Du weißt, dass du gerettet bist, weil dein Leben in einem Veränderungsprozess ist und dein Lebensstil einer ist, der auf dem Faden und Gottes Wahrheiten läuft. Und wenn du im Ungehorsam von diesem Pfad abkommst, wie wir alle es tun, dann wird Gott dich schnappen und zurückbringen auf diesen Pfad. Einer der größten Beweise, dass du wirklich wiedergeboren bist, ist, dass Gott dich nicht sprechen lässt, wie dein Fleisch sprechen mag. Gott wird dich nicht so kleiden lassen, wie die unmoralisch aufreizende Welt und eine unmoralisch aufreizende Gemeinde es dir erlaubt. Gott wird dir nicht erlauben, dich wie die Welt zu benehmen, wie die Welt zu riechen, wie die Welt zu sprechen, zu hören, was die Welt hört. Gott wird einen Unterschied in deinem Leben machen. Er sagt hier, wenn wir weiterlesen in Vers 16, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Woran wirst du einen falschen Propheten erkennen und im größten Zusammenhang der Schrift? Woran wirst du erkennen, dass jemand ein echter Christ ist? An den Früchten. An ihren Früchten, mein lieber Freund. Schau dir dein Leben an. Schau, wie du lebst, wie du redest. Wofür brennt dein Herz? Ist Jesus dort drin? Oder ist er einfach nur so ein Anhängsel, das du noch an dein Leben anheftest? Ist er einfach etwas, was du am Mittwoch oder am Sonntag tust? Ist er etwas, mit dem du gedanklich zustimmst?
Ist er ein Zusatz oder ist er das einzige Zentrum in deinem Leben? Welche Frucht trägst du? Siehst du aus wie die Welt? Benimmst du dich wie die Welt? Hast du am gleichen Spaß wie die Welt? Kannst du die Sünde lieben und sie genießen? Kannst du Rebellion lieben und sie genießen? Dann kennst du Gott nicht. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Gott hat die Kraft zu verändern. Lasst uns für einen Moment vorstellen, wie Jesus diese Stelle gelehrt hat. Und du sitzt da draußen und hörst zu. Und er schaut dich an und er sagt: Disteln, Disteln, findest du Disteln an Feigenbäumen? Und du antwortest: Natürlich nicht, Jesus. Ich meine, du bist zwar kein Bauer oder Farmer, sondern ein Zimmermann, aber jeder weiß, man findet nicht Dornen an Feigenbäumen. Gut, dann lass mich dir eine andere Frage stellen. Findet man Feigen, gute Frucht, an Dornensträuchern? Ach was, nein, Jesus, das ist absolut lächerlich. Ich meine, du findest niemals Dornen an einem Feigenbaum und Feigen am Dornenstrauch. Jesus, wenn jemand sagt, das sei möglich, dann muss man über denjenigen sagen, er ist entweder verrückt oder er ist ein Lügner. Und Jesus antwortet dir: Nun dann, diese, die sich meine Jünger nennen und tragen schlechte Früchte, wäre es da nicht ebenso, dass man sagen sollte, entweder lügen sie oder sie sind wahnsinnig, so etwas zu behaupten? Lasst mich das noch ein wenig weiter erläutern. Lasst uns vorstellen, dass ich zu spät komme und hier auf die Bühne renne. Und all die anderen Leiter sind wütend auf mich und sagen: Bruder Paul, schätzt du es nicht, hier hinzukommen, um diese Möglichkeit zu haben, hier zu sprechen, und du kommst zu spät? Und ich sage: Brüder, ihr müsst mir vergeben. Warum? Nun, ich war hier auf dem Highway und bin dort gefahren und hatte einen platten Reifen. Und ich stieg aus, um den Reifen zu wechseln. Und beim Reifenwechseln fiel die Radmutter herunter. Und ich habe nicht aufgepasst, dass ich auf dem Highway war, und rannte auf die Straße, packte die Radmutter. Und als ich die Radmutter mitten auf dem Highway aufgehoben hatte, stand ich auf und da war ein 30-Tonner-LKW mit 150 km/h pro Stunde, circa 10 Meter vor mir. Und der hat mich einfach überfahren. Und deshalb bin ich zu spät. Ich weiß, niemand studiert mehr Logik, aber es wären zwei logische Schlussfolgerungen. Erstens, ich bin ein Lügner. Oder zweitens, ich bin ein Verrückter. Und du sagst: Bruder Paul, das ist absolut absurd. Es ist unmöglich, Bruder Paul, eine Begegnung zu haben mit so etwas Großem wie einem LKW und dabei nicht verändert zu sein. Und dann wäre meine Frage an euch: Was ist größer, ein LKW oder Gott? Wie kann es sein, dass so viele Leute heutzutage vorgeben, eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt zu haben, und doch sind sie nicht dauerhaft verändert? Lasst mich euch ein paar Dinge zum Nachdenken geben. Ihr wisst, dass ich euch die Wahrheit sage. Wie oft geht ihr durch euer Leben, um es wieder und wieder zu überdenken und neu auszurichten? Wie oft besuchen Jugendgruppen Veranstaltungen wie diesen und werden feurig und gehen zurück in ihre Gemeinde, und das hält dann 1,5 Wochen an. Und ja, oh Gott hat so mächtig gewirkt. Nun, wenn es nicht andauert, dann war es kein großes Wirken Gottes. Es war schlicht Emotion, Gefühl. Das mag so viel gewesen sein, aber kein mächtiges Wirken Gottes. Hat Gott an deinem Leben gewirkt? Wirkt Gott an deinem Leben? Ihr werdet sie an ihrer Frucht erkennen. An den Früchten. Nun lasst uns weitergehen in Vers 19. An jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum sollt ihr sie an ihren Früchten erkennen. Schaut euch das an. Ihr müsst etwas über hebräische Literatur verstehen. Wenn ich oder du etwas betonen möchten, wisst ihr, was wir tun? Wir erheben unsere Stimme. Wenn wir schreiben, heben wir es durch fetten Druck hervor.
Wir schreiben es groß, aber bei einem Juden ist es anders. Wenn ein Jude etwas herausstellen möchte, dann wiederholt er es, er wiederholt es. Deswegen findet man im hebräischen Parallelismus, im Buch der Sprüche, der Gottlose soll nicht im Land leben, der Gottlose soll zerstört werden. Man sagt im Prinzip das Gleiche, nur auf eine andere Weise, um größere Betonung zu bekommen. Das ist, was Jesus wieder und wieder hier tut. Ihr werdet sie an ihrer Frucht erkennen, ihr werdet sie an ihrer Frucht erkennen, ihr werdet sie am Pfad erkennen, an dem sie gehen. Ihr werdet sie an ihrer Frucht erkennen. Und er sagt, jeder, der keine gute Frucht trägt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Worüber redet er? Mein lieber Freund, er spricht über das Gericht des allmächtigen Gottes, das eines Tages über die Welt kommen wird. Das eines Tages möglicherweise dich treffen wird. Oh, lieber Freund, ich kann nicht in dein Herz schauen. Ich werde so leicht von meinem eigenen Herzen getäuscht. Aber es gibt einen, der nicht getäuscht ist. Es gibt einen, der nicht getäuscht ist und auch nicht von einer gegenwärtigen christlichen Kultur getäuscht wird. Er weiß, ihr werdet sie an ihrer Frucht erkennen. Dann fährt er fort und sagt das. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wisst ihr, was dein Bekenntnis deines Glaubens an Christus wert ist? Absolut gar nichts. Ja. Hast du diese Stelle gelesen? Dann studiere sie. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, nicht jeder, der bekennt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen. Da sind viele Menschen, die bekennen, Herr, Herr, aber nicht in das Königreich der Himmel eingehen werden. Mein liebes, wertvolles Kind, bist du einer von diesen? Herr, Herr. Nun, lasst uns noch einmal in die hebräische Literatur gehen. Er sagt, Herr, Herr. Er sagt nicht nur, Herr. Er sagt, Herr, Herr. Was bedeutet das? Dieser Mensch, der das sagt, ist nicht jemand, der plötzlich entscheidet, oh, es ist Gericht, und dann sich denkt, jetzt sollte ich ihn lieber Herr nennen, bevor noch etwas Schlimmeres passiert, sondern das ist eine Person, die andere energisch erklärt, dass Jesus Christus sein Herr ist. Er läuft herum und nennt ihn Herr. Er tanzt herum, während die Band spielt und sagt Herr zu ihm und singt in den Liedern Herr. Aber Jesus sagt zu ihm, weg mit dir, ich habe dich niemals gekannt. Wisst ihr, Billy Graham ist einer der nettesten und liebenswürdigsten Menschen. Und dieser Mann hat einmal gesagt, dass die große Mehrheit der Menschen, die bibelgläubige Gemeinden besuchen, verloren sind. Er sagte, er wäre froh, wenn einfach nur 5% derer, die ihren Glauben bekannten, in seinen Evangelisationen überhaupt gerettet wären. Ich habe letztes Jahr in Nigeria eine Mutter besucht, deren Sohn in unserer Gemeinde war und ermordet wurde von den Moslems. Wenn in Nordnigeria jemand Jesus Christus bekennt, dann kannst du dir sicher sein, dass das wahr ist. Warum? Weil man dort sterben kann, nur weil man Jesus bekennt. Aber in Amerika? Jesus sagte, überschlagt die Kosten. Denkt nach und prüft euer Leben im Licht der Schrift. Kennt ihr den Herrn? Kennt ihr den Herrn? Nicht jeder, der zu ihm sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen. Aber nun, was steht hier? Schaut hin, was hier steht. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Was ist das Zeichen, dass jemand ein echter Christ geworden ist? Ich wünschte, dass wir wieder anfangen würden, das zu lehren. Was ist mit unserer Theologie, mit unseren Lehren und mit unserer Unterweisung im Glauben geschehen? Nun, man hat sie geradewegs aus dem Fenster geschmissen. Niemand mag mehr Glaubenslehren studieren. Man mag nur noch Musik hören und Aufdrücke christlicher T-Shirts lesen. Was ist mit der Wahrheit geschehen? Wahrheit sagt dir das. Der Nachweis, dass du ein echter, wiedergeborener Christ bist, ist, dass du als Lebensstil den Willen des Vaters tust. Du magst sagen, du redest über Werke. Nein, das tue ich nicht. Ich rede über Nachweis für Glauben. Es ist so, dein Bekenntnis deines Glaubens ist kein Beweis, dass du wiedergeboren bist. Denn fast jeder in diesem ganzen Land sagt, er sei Christ. Umfragen sagen, dass 70% aller Amerikaner gerettet sind, wiedergeborene Christen sind. Das gottloseste Land auf der Erde tötet 4000 Babys am Tag. Aber gepriesen sei der Herr, 70% von uns sind wiedergeboren.
Woran siehst du, dass der Glaube, den du hast, nicht falsch ist? An einem Lebensstil, der darum besorgt ist, den Willen des Vaters zu tun, der nach dem Willen des Vaters handelt. Und wenn du den Willen des Vaters nicht gehorchst, dann kommt der Heilige Geist und weist dich zurecht, entweder persönlich durch das Wort Gottes oder einen Bruder oder eine Schwester in Christus, und Gott bringt dich wieder zurück auf den schmalen Pfad. Wenn du ein echter Christ bist, kannst du ihm nicht entkommen. Lass mich euch ein Beispiel geben. Wenn ich euer Pastor wäre und du bist, lasst uns sagen, 14 Jahre alt, und als ich um 1 Uhr nachts vom Predigen zurückkomme und ich dich sehe, wie du in einem Park um eine Ecke oder mit einem Haufen übler Typen stehst und Dinge tust, die du nicht tun solltest, und wenn du ein Mitglied unserer Gemeinde wärst, würde ich sagen, steig ins Auto, ich bringe dich nach Hause zu deinem Vater. Ich wäre nicht wütend auf dich, sondern ich wäre wütend auf deinen Vater, und ich würde ihm sagen, sie sind ein schäbiger Vater, dass sie ihrem Kind erlauben, sich in einer solchen Umgebung aufzuhalten. Ich will, dass ihr wisst, Gott ist kein schäbiger Vater. Wenn du in der Sünde herumspielen kannst, wenn du in die Welt und die Dinge dieser Welt liebhaben kannst und immer in der Welt involviert sein kannst und die Dinge der Welt tun kannst, wenn gar deine Vorbilder weltliche Menschen sind, wenn du aussehen willst und dich benehmen willst wie sie und dasselbe tust wie sie, mein lieber Freund, dann höre meine Stimme. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du Gott nicht kennst und nicht zu ihm gehörst. Ich möchte das zum Ende bringen. Vers 22. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Und du magst sagen, das Wichtigste auf der Welt ist, Jesus Christus zu kennen. Das ist nicht wahr. Das Wichtigste auf der ganzen Welt ist, dass Jesus Christus dich kennt. Ich darf nicht ins Weiße Haus morgen, wenn ich durch das Tor laufe und sage, ich kenne den Präsidenten. Aber sie werden mich hereinlassen, wenn der Präsident herauskommt und sagt, ich kenne Paul Washer. Du kannst bekennen, Jesus zu kennen, aber meine Frage an dich, kennst du Jesus? Kennt Jesus dich? Und schaut, wie er den verlorenen Menschen hier beschreibt. Er sagt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Im Griechischen steht anomia, eine negative Vorsilbe a, bedeutet kein. Das Wort Nomos bedeutet Gesetz, also zusammen kein Gesetz, und das ist es, was es bedeutet. Lasst mich eine genaue Übersetzung davon geben. Weichet von mir, hört mir zu, wenn ich rauskommen könnte, um euch zu umarmen, während ich das erzähle, dann würde ich das tun. Hört mir zu! Weichet von mir, die, die behaupten, meine Jünger zu sein, die mich als Herrn bekannt haben, und doch lebt ihr, als ob ich niemals ein Gesetz gegeben habe, dem ihr gehorchen sollt. Ich habe soeben die große Mehrheit der nordamerikanischen Christenheit beschrieben. Wenn irgendjemand anfängt, von Gesetz und biblischen Grundsätzen zu reden, was wir tun sollten und nicht tun sollten, wie wir leben sollten und nicht leben sollten, fangen alle an zu schreien, Gesetzlichkeit, Gesetzlichkeit. Aber Jesus sagt, weicht von mir, die ihr gelebt habt und mich Herrn genannt habt, aber gelebt habt, als ob ich euch niemals ein Gesetz gegeben hätte. Und in der amerikanischen Christenheit heißt es, geht ein durch die enge Pforte, preist Gott, lebt wie der Rest der Welt, das ist in Ordnung, ihr seid wahrscheinlich nur fleischlich und eines Tages werdet ihr vielleicht zurückkommen. Wisst ihr, was geschieht wegen unserer schlechten Evangelisation? Wir haben unzählige Kinder, die in der Ferienbibelschule gerettet wurden und mit 15 Jahren gehen sie in die Welt und leben wie Dämonen, zumindest eine große Mehrheit von ihnen. Und wenn sie 35 sind, kommen sie zurück und ändern ihr Leben. Vielleicht sind sie gerade erst gerettet worden. Denn es braucht mehr als jemand zu sagen, er sei gerettet, weil er anerkennt, dass Jesus Herr ist. Der Teufel erkennt an, dass Jesus Herr ist. Ist dein Leben ein Prozess in der Veränderung? Und dann redet er über zwei Arten von Menschen, mit zwei verschiedenen Grundlagen. Seht ihr, es ist wichtig, biblische Theologie zu studieren und es ist wichtig, Geschichte zu studieren. Die heutige Interpretation dieser Passage über den Fels und das Haus ist im Grunde diese. Wenn du ein Christ bist, dann musst du dein Leben auf den Felsen bauen. Denn wenn du dein Leben auf den Sand baust, dann bist du ein unglücklicher Christ und dein Leben wird nicht richtig funktionieren. Das ist nicht, was Jesus lehrt und die Geschichte gibt mir Rückhalt. Es wurde kaum überhaupt jemals so verstanden. Wisst ihr, was die Interpretation von vielen Generationen von Christen ist? Es gibt zwei Wege. Es gibt einen engen Pfad und eine breite Straße. Auf welchem Weg bist du? Es gibt zwei Arten von Bäumen. Da ist ein guter Baum, der gute Frucht bringt,
und in den Himmel geht, und es ist ein schlechter Baum, der schlechte Frucht bringt und in die Hölle kommt. Er wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Da sind die, die bekennen, dass Jesus Herr ist, und sie tun den Willen des Vaters, der im Himmel ist. Und dann sind die, die Jesus Christus als Herr bekennen, die nicht den Willen des Vaters tun, der im Himmel ist, und sie fahren in die Hölle. Nicht wegen eines Mangels an Werken, aber aus Mangel an Glauben, den sie durch die Tatsache zeigen, dass sie keine wahren Werke hatten. Und dann redet Jesus weiter. Das sind keine zwei Christen, die ihre Häuser auf zwei verschiedene Grundlagen bauen. Wieder, es ist ein geretteter Mensch und ein verlorener Mensch. Der verlorene Mensch hört das Wort Gottes gepredigt, aber er hat kein festes Fundament. Du kannst auf keine Weise in seinem Leben sehen, wie das Wort Gottes sein Leben formt und baut und stützt. Wenn wir diese Stelle nehmen würden und in unseren Southern Baptist Versammlungen, wie viele von uns würden dem Vergleich mit dieser Stelle standhalten? Baut ihr eure Ehe auf das Wort Gottes? Erzieht ihr eure Kinder mit und entsprechend dem Worte Gottes? Handhabt ihr eure Finanzen entsprechend dem Worte Gottes? Lebt ihr euch von dieser Welt absondernd aufgrund des Wortes Gottes? Wie viele könnten das bejahen? Nein, nein, ich mach das nicht so, aber ich bekenne Jesus. Er ist mein Retter. Denn mein Sonntagsschullehrer sagt es mir so. Wie Leonard Ravenhill damals zu sagen pflegte: Ich predige in vielen Baptistengemeinden nur einmal. Ich predige an vielen Orten wie diesen nur einmal. Ich hätte hier heute hochkommen können mit einem Vokabular, das euch erstaunt hätte. Ich hätte euch Dinge predigen können, die euch die Ohren gekitzelt hätten, und ich hätte euch wohlig durch diesen Raum schweben lassen hätten. Ich hätte euch Geschichten erzählen können, die euch zum Lachen gebracht hätten. Ich hätte Geschichten erzählen können über süße Hunde und Omas, die euch zum Weinen gebracht hätten. Aber ich liebe euch zu sehr für sowas. Ich weiß, weil das Wort Gottes wahr ist, dass es Leute gibt, die sich selbst für gerettet halten und es nicht sind. Sie sind es nicht. Ich weiß, dass hier manche sind, die sich umschauen und sagen: Nun, ich bin gerettet. Schau, ich bin so wie alle in meiner Jugendgruppe. Nun, was macht dich sicher, dass deine Jugendgruppe gerettet ist? Aber ich bin wie meine Eltern oder wie die Erwachsenen in meiner Kirche oder wie der Älteste oder der Pastor. Was zählt das? Ihr werdet nicht von ihnen gerichtet am Tag, wenn er kommt. Meine Frage an dich, Geliebter, meine Frage an dich, mein kleines Kind, ich meine, ihr könntet meine Kinder sein. Und ich werde den Tag preisen, wenn mein kleiner Junge älter wird und da ein Prediger vor ihm steht und predigt: Genug davon! Lasst uns zurückkommen darauf, was Gottes Wort sagt. Wie steht dein Leben vor diesem brennenden Feuer, das die Heiligkeit Gottes ist? An diesem jüngsten Tag, geliebtes kleines Mädchen, geliebter junger Mann, an diesem jüngsten Tag wird da dein Bekenntnis standhalten. Bist du gerettet? Ich denke, ich bin gerettet. Es gibt einen Weg, der einem Menschen richtig scheint, der aber in den Tod führt. Ich fühle im tiefsten Herzen, dass ich gerettet bin. Lass mich dich was fragen. Hast du je gelesen, dass das Herz betrügerisch böse ist? Wer kann es kennen? Solltest du nicht zum Zeugnis der Schrift gehen? Nun, ich weiß, dass ich gerettet bin, weil meine Mutter, mein Vater und alle anderen mir erzählen, ich bin gerettet. Nun, ich sage euch das. Was erzählt dir das Wort Gottes? Wir reden so viel davon, radikale Christen zu sein. Radikale Christen, das sind keine Leute, die in Konzerten hüpfen. Radikale Christen sind keine, die christliche T-Shirts tragen. Radikale Christen sind solche, die die Frucht des Heiligen Geistes tragen. Radikale Christen sind solche, die auf ihre Eltern hören und sie ehren, sogar wenn sie denken, dass ihre Eltern falsch liegen. Hört mir zu, das wird euch wütend machen. Ich rede zu Jungen und zu Mädchen. Radikale Christen ziehen sich nicht aufreizend an, um ihre Körper zur Schau zu stellen. Wenn eure Kleidung der Rahmen vor euer Gesicht ist, dann ist Gott zufrieden mit eurer Kleidung. Wenn eure Kleidung der Rahmen für euren Körper ist, ist es aufreizend und Gott hasst, was ihr tut.
Jeder mag über einen Propheten reden, aber keiner mag einem Propheten zuhören. Ich rede über Christsein. Ich habe mein Leben im Dschungel verbracht, mein Leben frierend in den Anden verbracht. Ich habe Menschen sterben gesehen. Ein junger Mann namens Andrew Marmon wurde von einem Muslim 5-mal in den Bauch geschossen und er ließ ihn auf dem Bürgersteig liegen, einfach weil er schrie, ich habe so viel Angst, aber ich kann Jesus Christus nicht verleugnen. Bitte töte mich nicht, aber ich werde Jesus Christus nicht verleugnen. Und er starb in einem Blutbad. Und ihr redet davon, ein radikaler Christ zu sein, weil ihr ein christliches T-Shirt tragt? Weil ihr auf einer christlichen Konferenz seid? Ich rede über Heiligkeit. Ich rede über Gottesfurcht. Wisst ihr, was ein Wirken Gottes an diesem Ort wäre, wenn alle hier vom Heiligen Geist ihrer Sünde überführt werden würden und ich selbst vom Heiligen Geist überführt werden würde und wir auf unser Angesicht fallen und weinen würden, weil wir die Dinge angesehen haben, die Gott hasst, weil wir die Dinge tragen, die Gott hasst, weil wir uns benehmen wie die Welt, aussehen wie die Welt, riechen wie die Welt, weil wir genau diese Dinge tun und wir wissen nicht, dass wir sie tun, weil wir Gottes Wort nicht kennen. Obwohl wir von unserer Denomination her behaupten, die Bibel sei Gottes irrtumsloses Wort, bekommen wir nichts weiter als Illustrationen, Geschichten und kleine nette Erzählungen zu hören. Dass Gott doch hier an diesen Ort Wind schicken würde, dass wir uns von unseren Sünden abwenden, dass wir diesen Dingen entsagen, die Gott nicht gefallen, und dass wir zu ihm rennen würden und ihn genießen würden und ihn lieben würden. Oh, dass Gott Missionare aufstehen lässt. Ich wünsche nicht dasselbe, was eure Eltern sich für euch wünschen. Sie wollen für euch Sicherheit und Versicherung und ein nettes Zuhause. Sie wollen für euch Autos und Respekt. Ich will für euch dasselbe, was ich für meinen Sohn will, dass er eines Tages ein Banner nimmt, ein Banner von Jesus Christus und es auf einen Hügel platziert, wo niemals jemand ein Banner vorher platziert hat und er ausruft, Jesus Christus ist Herr. Sogar wenn das meinen Sohn sein Leben kostet. Und wenn er 18 Jahre alt ist und zu mir das sagt, was ich als junger Mann sagte, ich gehe in die Berge, ich gehe in den Dschungel. Und sie sagen, du kannst doch nicht hineingehen, du bist wahnsinnig, da ist ein Krieg, du wirst sterben. Und er sagt, ich gehe. Und wenn dieser kleine Junge sich auf den Weg macht, dann werde ich für ihn beten und sagen, geh, geh, Gott sei mit dir. Und wenn du stirbst, mein Sohn, dann werde ich dich drüben sehen und deinen Tod ehren. Oh Gott, lasst uns beten, lasst uns beten. Oh Gott, ich sorge mich nicht um meinen Ruf. Ich sorge mich nicht darum, was Menschen denken. Ich will, dass du geehrt wirst. Ich will, dass diese jungen Menschen gerettet werden. Ich will, dass die, die gerettet sind, aufhören, sich mit einer kulturellen Christenheit zu vergleichen, die du hast und aus deinem Mund ausspucken wirst. Und dass sie ins Wort Gottes schauen und sagen, ich werde Jesus folgen. Ich bete für Jugendpastoren und Pastoren und dass du sie mit dem Geist der Weisheit füllst, mit Liebe und Tapferkeit und Urteilsvermögen. Und Gott, was auch immer es kosten mag, ich bete, dass du Missionare aufstehen lässt. Ich kann mir nicht helfen. Beim Anblick dieser Kinder muss ich an meinen eigenen kleinen Jungen denken. O Herr, dass du ihn retten magst und ihn in das heftigste Gebiet des Kampfes schicken mögest. O Gott, lass hier Missionare aufstehen. Lass Missionare, Prediger, Pastoren, Botschafter und Evangelisten aufstehen, die das Wort Gottes kennen. O Gott, wirke an diesem Ort. O Herr, ich bitte dich, wirke an diesem Ort, ich flehe dich an. Bitte, bitte, bitte. Ehrt euer Leben, Jesus Christus. Schaut ihr in sein Wort, um herauszufinden, wie ihr leben sollt. Ich bete von ganzem Herzen, es gibt nur 2 Möglichkeiten, um die amerikanische Christenheit zu retten. Die erste, eine totale Reformation in unserem Predigen und Studieren des Wortes Gottes. Die zweite, brutale, schreckliche Verfolgung. Das sind die einzigen Möglichkeiten, das Ruder noch einmal herumzureißen.
Oh, ich bete, dass ihr zurückkehren würdet zum Wort. Hört mir zu, junge Leute. Ihr fragt, wie sollte ich vor meinen Eltern gegenüber leben? Geht in das Wort, findet es heraus, gehorcht. Wie soll ich mich kleiden? Geh in das Wort, finde es heraus und gehorcht. Wie soll ich sprechen? Was soll ich hören? Bringt jeden Gedanken, jede Tat unter den Gehorsam unter Jesus Christus. Nun, für jeden, der hier ist, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, in diesen letzten 2 Tagen die Entscheidung getroffen hast, gerettet zu werden, möchte ich euch was sagen. Wenn es echt war, wird es andauern. Wenn du nach ein paar Wochen wieder in die Welt gehst, wie die Welt lebst, dich verhältst wie die Welt, dann möchte ich, dass du weißt, du hast hier nichts bekommen. Das war Emotion, nicht mehr. Wenn du wirklich was vom Herrn bekommen hast, möchte ich dir was sagen. Es wird andauern. Und selbst wenn du versuchst, davon zu rennen, du wirst nicht in der Lage sein, das zu tun. Ich liebe euch so sehr. Gott, ich bitte dich, und ich bete gerade jetzt, Vater. Ich weiß nicht, wie viel echt sein wird. Nur Zeit und Ewigkeit wird uns das zeigen. Aber Gott, oh Gott, bitte, bitte wirke. In Jesu Namen. Amen.